Heute schauen wir mal, was man beim Herstellen einer Pille, wie man sie konsumiert, beachten muss und welche Berufe dahinter stecken. Innerhalb der schon 5 Jahren, in denen ich MINT-Videos auf diesem Kanal hier hochlade, haben mir viele von euch Nachrichten geschrieben, die unter anderem aussagen, dass die Videos auf Techtastisch sie dazu inspiriert haben, sich Ausbildungsplätze oder Studiengänge in Chemie oder anderen MINT-Bereichen zu suchen. Und um euch mal zumindest ein paar Berufe im MINT-Bereich vorzustellen, verfolgen wir heute mit und bei der Firma Pfizer, einem Pharmaunternehmen, im Rahmen der VFA-Kampagne Forschung ist die beste Medizin, den Weg vom Rohstoff zur fertigen Tablette. Denn es gibt bei so einer in Anführungszeichen simplen Tablette, welche einem Menschen später zuverlässig helfen soll, mehr zu beachten als man denkt. Und das ist verdammt spannend. Aber bevor wir irgendjemanden getroffen haben, mussten wir zuerst durch die Schleuse gehen und dort einen Haufen Schutzkleidung anziehen. Danach wurde ich dann auch schon durch die Abteilung geführt, in der die Herstellungsprozesse stattfinden. So, herzlich willkommen. Heute zeige ich dir mal meinen Arbeitsplatz und was wir hier so alles machen. Das ist Frau Ehret und als stellvertretende Betriebsleiterin hat sie einige Aufgaben. Ich bin unter anderem zuständig für die Anlagen- und Personalplanung. Dann erstelle ich verschiedene Vorschriften, die wir einfach brauchen für unsere tägliche Arbeit. Ich bin Ansprechpartner für die Mitarbeiter. Wenn irgendwelche Probleme auftauchen, können sie auf mich zukommen und ich versuche ihnen dann zu helfen natürlich. Und wie war bisher dein Weg in der Arbeitswelt, um bis zu dieser Position zu kommen? Ich habe mein Abitur auf dem Biotechnologischen Gymnasium gemacht, wollte damals kein Studium machen und habe dann hier übers Internet Pfizer gefunden, dass die Pharmakanten ausbilden. Habe dann die 3 Jahre Ausbildung hier gemacht und seit 3 Jahren mache ich jetzt die Stelle als stellvertretende Betriebsleiterin. Also heißt das, dass hier überall nur ausgebildete Pharmakanten rumlaufen oder gibt es auch noch Quereinsteigermöglichkeiten? Also wir haben auch verschiedene Quereinsteiger. So kann es auch schon vorkommen, dass wir einen Bäcker als Quereinsteiger einstellen, weil er ja auch aus der Lebensmittelherstellung kommt, die verschiedenen Standards, die Lebensmittel auch erfüllen müssen, kennt. Und das vergleichbar ist, die Einwaage von Mehl mit zum Beispiel die Einwaage von unseren Rohstoffen. Und da begann auch unser Prozess. Wir mussten erstmal die Sachen erhalten, aus denen eine Pille besteht, also Rohstoff des Körpers und Wirkstoffe. Sind dann alle nötigen Rohstoffe abgewogen und deren Qualität gesichert, müssen diese nur noch granuliert werden, was ein nötiger Zwischenschritt mit interessanten Gründen ist. Dann erzähl mal, was du hier machst, Felix. Ich habe eine 3-jährige Ausbildung gemacht zum Pharmakanten. Während der Ausbildung lernt man jeden Produktionsschritt, den wir auch hier im TSC durchführen. Mhm. Und meine speziellen Aufgaben sind zum einen hier das Granulieren und später wirst du dann noch einen Einblick ins Coding bekommen. Na dann lass das Ding mal anschmeißen. Wir beschicken jetzt die Anlage mit der Mischung. Da wird das Pulver zwischen 2 Walzen gepresst, durch ein Sieb gebracht auf die gewünschte Korngröße und gelangt dann unten in den Container für die Weiterverarbeitung. Granulat ist zum einen besser für die Weiterverarbeitung, weil es eine bessere Fließeigenschaft hat. Und Granulat lässt sich fürs Tablettieren auch viel besser verpressen. Und ohne diesen Zwischenschritt würde der nächste nicht so schnell und einfach funktionieren. So, wie kommt die Tablette zu ihrer Form? Hier haben wir eine große Anlage, die das Ganze möglich macht. Dieses große metallene Teil ist ein sogenannter Füllschuh. Der hat Räder drin, der das Granulat dann verteilt in die Presszonen. Die Presszonen, die besteht immer aus einem Oberstempel und einem Unterstempel und einer Matrize und die geben dann der Tablette ihre Form. So, schau, die läuft wahnsinnig schnell. Maschinen mit der Art können bis zu 250.000 Tabletten pro Stunde machen. Jetzt schauen wir die uns mal an. Krass, wie schnell das geht. Das Gewicht der Tabletten ist natürlich wahnsinnig wichtig und wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass diese Anzahl an Milligramm auch in einem Tablettenkern drin ist. Deshalb gehen wir jetzt mal zur Waage und schauen uns mal das Gewicht an von unseren Tabletten. So, das Gewicht ist in Ordnung. Jetzt können wir den Prozess starten. So, wir haben jetzt hier unser Muster gezogen. Jetzt gehen wir vor ins Prozesskontrolllabor und prüfen, ob unsere Parameter auf alle passen. Wir werten jetzt unser Muster aus. Der Johannes hilft mir dabei. Hallo. Und du erklärst ihm dann alles Weitere. Viel Spaß. So, hier testen wir jetzt die Tabletten auf ihre Bruchfestigkeit hin. Zuerst wird der Durchmesser gemessen. Und anschließend wird die Tablette zerbrochen und die Bruchfestigkeit in Newton angegeben. Je höher die Kraft,
desto höher wurde die Tablette gepresst und desto härter ist sie und stabiler. Aber zu stabil sollte sie auch nicht sein, weil die Zerfallsgeschwindigkeit dann eventuell zu groß wäre. Danke für die Einblicke. Die Tabletten sehen jetzt noch recht langweilig aus mit ihrem Weiß. Deshalb kriegen sie jetzt noch einen farbigen Überlack. Das Coating der Tabletten kann viele Gründe haben. Zum einen optisch, dann aber auch Dienst zur Identifikation, dass die Patienten immer wissen, ah, die grüne Tablette nehme ich morgens, die blaue nehme ich abends. Oder es gibt auch kurz zur kontrollierten Freigabe. Das heißt zum Beispiel eine Magensaftresistenz, dass dann die Filmtablette erst im Darm anfängt, sich aufzulösen und dort wirkt und nicht schon im Magen durch die Säure zerstört wird. Also ich fand das jetzt absolut faszinierend und da steckt viel mehr dahinter, als so manche auf den ersten Blick vermuten könnte. Aber eine Frage hat mich nicht locker gelassen. Ich meine, wir haben hier ja richtig viele riesige Maschinen. Wer kümmert sich darum? Da haben wir auch unsere Fachleute dafür, und zwar unsere Mechatroniker. Wir gehen einfach mal bei einem vorbei und dann kannst du dem noch deine Fragen stellen, wenn du möchtest. Das ist der Wolfgang. Wolfgang, das ist der Marcel. Er würde dir gerne ein paar Fragen zu deinem Mechatroniker-Alltag hier stellen. Ja, klar. Alright, was machst du hier? Also ich bin hier als Einrichter und habe eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Und wir sind im Prinzip eigentlich hier für alle Maschinen, die du hier siehst, und Anlagen verantwortlich. Und was für eine Qualifizierung braucht man, um Mechatroniker zu werden? Das ist ein Ausbildungsberuf mit Mischung aus Werkstatt quasi, also im Betrieb, und Berufsschule. Geht insgesamt 3,5 Jahre, aber man kann es natürlich auch studieren. Hui, also das war wie erwartet extrem spannend. Ich finde es immer super, so hinter die Kulissen blicken zu können. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viele Berufe sind und so viele einzelne Personen, die an so einer simplen Tablette arbeiten. Aber Qualität kommt auch nicht von alleine. Und ich will mal von euch wissen, ob ihr gedacht hättet, dass es so viele Berufe sind und dass es diese überhaupt gibt. Schreibt mir eure Meinung bitte in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, liked auch das Video und teilt es am besten mit Freunden, die diese Bereiche interessieren könnten. Dieses Extra-Video war mal ein kleines Experiment eines neuen Formates, in dem ich Berufe vorstelle, und die eigentlichen Videos auf diesem Kanal sind jetzt das von letzter Woche, das oben verlinkt ist, und im unteren haben wir eine Sängerin Xenon einatmen lassen.